Ihr Lieben, was soll ich sagen? Es ist einfach so wunderschön hier. Ich war schon den ganzen Tag zu Hause und habe geschrieben und geschrieben und Schreiben aufgeschoben und war abgelenkt und habe doch wieder geschrieben. Und ich dachte, bevor die Sonne komplett untergeht, genau, so sieht es nämlich eigentlich hier aus. Ganz, ganz orange und blau und es ist so wunderschön. Und ich dachte, bevor ich dieses wunderschöne Spektakel heute verpasse, könnt ihr den Mond sehen? Wo ist der Mond? Da! Ganz klein. Bevor ich dieses Spektakel heute verpasse, schnappe ich mir jetzt das kleine Moped und die kleine Mühe, die ich heute erstmalig mitgenommen habe, in einer potthässlichen kleinen pinken Tragetasche, die ich gefunden habe. Und dann sind wir mit flatternden Ohren den Berg runtergecruised. Ich wollte noch nicht mal Gas geben. Ich muss einfach nur das Moped rollen lassen. Und dann bin ich hier unten. Und es wurde wirklich Zeit, dass wir wieder hier sind. Denn die liebe Frau mit dem kleinen gelben türkischen Auto hat mir diesen Ort zwar gezeigt, aber ich war noch nicht alleine hier. Und sie hat gesagt, dass ich jetzt gleich hier hingehen muss. Das ist nämlich ein Pita-Geschäft. Und die haben die besten Pitas aus dem kleinen Dorf hier. Und dass ich mir da gleich eine Pita gönnen muss und den Sonnenuntergang angucken. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz toller... Ah! Oh Gott! Scheiße! Ah! Oh! Fuck! Das war eine fette Welle. Sie ist genau über meine kleinen Füße. Oh nein! Wow, ich stehe hier... Guck mal. Ich stehe hier auf diesem Dings. Und jetzt sind gerade meine kompletten... Na! Oh! Kacke! Oh. Es ist live. Ihr seid live dabei, wie das Meer meine trockenen Füße genommen hat. Ich werde mir jetzt eine Pizza holen. Ich wollte euch noch sagen, dass eine neue Podcast-Folge draußen ist. Klickt mal auf den Link hier unten drunter. Ich bin so gespannt, wie ihr es findet. Lasst mir auf jeden Fall alle eure Liebe dort, die ihr verspürt oder Anregungen oder meinetwegen auch Kritik. Ich freue mich über alles. Aber am meisten will ich hören, was es in euch bewegt hat und ob ihr euch schon auf die nächste Folge freut. Ich schicke euch ganz viel Liebe und trockene Füßchen vom Sonnenuntergang und einer hungrigen Traumtänzerin, die sich jetzt eine leckere Pizza gönnt. Ich küsse euch.